Es ist Tag. Hallo und herzlich willkommen zu Pokémon Hoothoot Edition. Folge 11. Wir sind in Azalea City, nachdem wir letztes Mal durch den Tunnel der Einheit, den Einheitstunnel gegangen sind. Ich habe noch keine Lösung für die Emulator-Probleme gefunden. Es gibt ein paar Patches, die mir hier empfohlen wurden, aber ich weiß, ich habe noch nicht ganz rausgefunden, ob wir da den Spielstand weiterspielen können. Deswegen habe ich jetzt noch nichts installiert. Ich gebe dem Spiel noch eine Chance. Wenn das jetzt wieder Probleme macht, dann werden wir dann mal, werde ich zumindest am 3D-Rendering von Soft Rasterizer auf OpenGL umstellen. Vielleicht hilft das was, ich hoffe. Werden wir sehen. Probieren wir es jetzt einfach mal. Guter Dinge, jetzt ist morgen. Abends rege ich mich mal gerne auf. Jetzt ist morgens, jetzt immer guter Dinge. Dass wir besser vorankommen. Wir sollen den Fleckmon-Brunnen. Leute in der Gegend glauben, dass man immer in Fleckmon geht, bald Regen fallen wird. Siehst du das? Gut, du freut sich, es schnüffelt den Rauchgeruch. Für diese Anspielung an verschiedene Gebiete ganz gut. Dieses, dass der Bildschirm öfter mal freest, also dass dieses Freezing, was wir letztes Mal gesehen haben. Vorletztes Mal. Und letztes Mal die Folge, die habe ich ja neu aufgenommen. Das ist ein ganz häufiges Problem bei Emulatoren. Ich kann ja mal kurz, also ganz kurz, das ist bei vielen Emulatoren so. Beim DS-Emulator soll es irgendwie ein bisschen extremer sein. Noch schlimmer soll es nur beim alten Visual Boy Advance sein, also beim GBA-Emulator. Ja. Das Problem, das kann man nicht wirklich beheben. Man kann halt viel speichern und neu laden. Deswegen speichere ich auch halt viel. Das wäre das eine Problem. Oder man versucht halt irgendwie bei den Patch und über das 3D-Rendering ein bisschen zu arbeiten. Aber das 3D-Rendering funktioniert auch nicht so wirklich immer. Das ist auch eher so eine Würfelfrage, ob das funktioniert. Ja, das mit dem Patch muss ich mich noch erkundigen. Habe ich mir jetzt noch gar nicht schlau gemacht. Dann mal erstmal speichern. Ja, ich speichere auch dann nach dem Spiel immer extern, falls ich während der Folge irgendwann mal komplett was überspeichere, dann ist es nicht, dass wir dann neu anfangen müssen. So, ein Fleckmon natürlich zu sehen, ein Fleckmon-Brunnen. Schauen wir mal, machen wir einfach mal los. Kurt, oh, du bist es, Cloud. Die Wache oben hat sofort das Weite gesucht, als ich sie zusammengeschrien habe, aber ich bin in den Brunnen gefallen und habe mir die Hüfte geprellt. Tja, und jetzt sitze ich hier fest, verpflegst. Wenn ich nur laufen könnte, würde ich die Typen mit meinem Pokémon zu klein als Farbe. Aber es nützt nichts, Cloud, du wirst ihnen an meiner Stelle zeigen müssen, was ein wahrer Trainer ist. Dabei heißt er da sogar... im Nassen gelandet. Das federt doch eigentlich die Aufprallwucht ein bisschen ab. Hoothoot schaut gen Himmel und blinzelt. Ob du von hier den Himmel siehst? So, neue Kampftechnik, er hat den Gegner zusammengeschrien. Wir müssen nicht mehr kämpfen, wir schreien den Gegner nur noch zusammen. Was soll ich gerade sagen, jetzt können wir gar nicht surfen. Aber müssen wir auch gar nicht. Also können wir natürlich, wenn wir das können, können wir hier noch ein paar Bonus-Items einsammeln. So, jetzt werden wir das erste Mal auf das berüchtigte Team Rocket treffen, mit dem einzigen Team, was mir als Kind unheimlich war, das Team Rocket Team. Verflixt, ich habe Umwache gehalten, da kam dieser halb wahnsinnige Opa. Oh, plötzlich gibt es einen Schrei und er springt einfach in den Brunnenschacht. Egal, dann regiere ich meinen Frust eben an dir ab. Das wollen wir erstmal sehen. Also, bekannteste Verbrecherorganisation in Pokémon natürlich erste, zweite Generation Team Rocket. Team Aqua und Team Magma dritte Generation. Team Plasma, glaube ich, vierte Generation. Was war denn fünfte Generation? Die fünfte Generation war Team Plasma und vierte Generation war Team... müsste ich Nazgul fragen, wenn er hier ist. Das weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich, ja. Team Kosmos oder so. Das Freezing passiert übrigens meistens, wenn man ein Gebäude betritt. Vor allem, wenn man sie verlässt. In Höhlen nach Kämpfen. Und nach dem Speichern in-game. Also wir speichern ja über einen Emulator, da das in-game nicht funktioniert. Deswegen, das Problem tritt bei uns nicht auf, aber das in Gebäuden. Beim ersten Mal ist er aufgetreten, nachdem ich das Pokécenter verlassen habe. Beim letzten Mal, wo ich dann neu geladen habe, im Einheitszone nach einem Kampf. So, Initiative kriegt Hoothoot keine. Aufruhr. Aufruhr ist eine gute Attacke. Irgendwie hängt die Musik ab und zu, oder vielleicht, ich weiß nicht, ob das normal ist. So, Aufruhr ist eine Attacke, macht 50 Schaden. Und macht das ein paar Runden lang. Wir wollen Aufruhr lernen. Euler weg. Ich könnte auch Tackle wegmachen, aber Tackle ist immer ein physischer Angriff. Das kann uns noch helfen, weil es mal der Gegner speziell stark ist. Radfratz setzen wir mal Hulk Hoden ein. Sagen, in
wir zu zweit spielen, macht Pokémon irgendwie mehr Spaß als alleine, weil alleine ist halt wirklich, ja, ist ein Kinderspiel, was man hier erneut spielt. Was sich aber auch ewig in die Länge zieht. Nicht wie Cthulhu. Cthulhu war ja kein Kinderspiel, aber das war so auch eher lustig gemacht und nicht ganz so ernst von der Story her. Hat auch Spaß gemacht. Ging aber halt auch nur, weiß nicht, 6 oder 7 Spielstunden oder was das waren. Ach, heute ist nicht mein Tag. Noctu singt, nicht Noctu, Hutu stupst dich in den Magen. Ist so wahnsinnig. Ganz richtig, wir stecken hinter dem Handel mit Fleckmann Roten. Für Geld tun wir alles. Das ist das Motto von Team Rocket. Das finde ich nicht in Ordnung. Kommen auch noch wilde Pokémon. Jetzt hängt die Musik ab und zu. Ein wildes Zubat, Level 6. Die Musik hängt, gefällt mir schon wieder überhaupt nicht. Warum kämpfe ich eigentlich? Wahrscheinlich, weil Blutsauger mir nicht viel Schaden macht, weil es nicht effektiv ist. Und dazu, Supertyp Giftflug, gibt Blutsauger eine Attacke vom Typ Käfer. Also gibt es nicht mal Stab-Bonus. Das ist, glaube ich, eine Typ-Attacke von Stärke 30, also mit Stab-Bonus 45, so bleibt es halt bei Stärke 30. Also man merkt eine wirklich schwache Attacke. Ich quatsche ihn mal von hinten an. Wir sollten aufhören, den Fleckmann ihre Routen zu stehlen. Was? Sollen wir etwa den einen Befehl von Lance unserem Vorstand ignorieren? Um das zu erreichen, musst du uns schon alle besiegen. Jeden einzelnen von uns. Übrigens, dieses ein Gebiet, da kann man, glaube ich, wenn man eine bessere Angel hätte, könnte man hier schon Fleckmon angeln. Fleckmon-Typ Wasser-Psycho. Ich habe es noch nie in Fleckmon trainiert, aber es wäre mal ganz interessant. Aber mit unserer normalen Angel beißt halt leider immer nur Carpador an. So, Schnabel. Das geht zum Glück daneben. Machen wir mal Aufruhr. Sie werden ein paar Runden gebunden, mit der es die Attacke betrifft. Das ist so, als wenn wir Wutanfall machen würden, nur dass wir hier danach nicht verletzt sind oder verwirrt sind. Dafür ist Raufruhr auch nur eine Attacke von Stärke 50. Ich glaube, in der ersten Generation, also dritte Generation, was eingeführt wurde, war Stärke 80. Da war das, glaube ich, der Signature-Move von... Wie hieß das Ding? Es war der kleine Hase, der weiterentwickelt hat. Die Vorentwicklung von Kravums. Weiß ich nicht, wie das hieß. Ist ja auch egal. Ich denke mal, ihr wisst, wen ich meine. Krakeel hieß der, Krakeel. Genau. Gedächtnis lässt mich nicht im Stich. So Wickel, ähnlicher Effekt wie Klammergriff. Könnt ihr jetzt Voltilam nicht auswechseln. So, Hulk Hoden. Ist der Gegner fast gefinisht. Und Hulk Hoden setzt zum Legdrop an. Rettern weicht nicht aus. Defeated. Kein nicht viel Statusboni, aber was soll's? Du volllautes Balk. Das sagst gerade du. Och, Voltilam entwickelt sich schon auf Level 15. Das wusste ich gar nicht. Hulk Hoden entwickelt sich. Yeah, Glückwunsch. Hulk Hoden wurde zu Barty mit Doppel-A von... Voltilam hat sich weiterentwickelt und Hutu findet das sehr gut. Zuckt zusammen, als du es unvermutet ansprichst, so. Zeigen wir doch mal dem werten Publikum unser neues Pokémon. Hulk Hoden ist jetzt ein Barty. Stufe 15. Das bedeutet, wir trainieren jetzt auf jeden Fall erstmal mit Noctu weiter. Mit Hutu weiter. Dass sich unser
Voltilam weiterentwickelt hat, das muss ich direkt meiner Mutter mitteilen. Hallo, Arcloud, du bist es. Ist bei dir alles in Ordnung? Da scheint es aber vielen Jahren zusammen, nicht wahr? Ach, das wird schon schief gehen. Schließlich bist du eine Kämpfernatur. Nebenbei, du hast 1000 Jahre, wir sparen weiter. Letztes Mal hat sie, glaube ich, 1100 oder so gehabt. Dann kriegt sie wohl mehr als 10%. Ansonsten kann ich mir jetzt nicht erklären, warum sie schon wieder 1700 hat. Ich weiß nicht, ob sie ein Drittel vielleicht bekommt. Jetzt stehen wir auf derselben Stelle wie Hut. Bisher gibt es ja nur Zubat. Wir haben aber schon einen Batman Level 9. Hier noch ein paar Items. Ja. Gehen wir mal weiter. Gucken wir erstmal hier, ob hier was versteckt ist. Natürlich, das sind so auffällige Ecken bei Pokémon, da gibt es immer was. Das ist noch ein Kinderspiel und da wird man immer belohnt, wenn man etwas einen Umweg geht. Hutut lässt seinen Blick umherschweifen, dann tu das mal. Währenddessen gehen wir mal hier lang. Man sieht, da oben ist ein Stein oben links. Das heißt, man könnte weitergehen in dem Gebiet, in dem man Stärke beherrscht. Wir sollten aufhören, den Fleckmann ihre Routen abzutrennen. Wenn wir auf jeden x-beliebigen Trainer hörten, wäre Radfatz unser Ruf hin. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sie es gänzlich ungeniert, sage ich dazu. Aber wäre Radfatz unser Ruf hin, wie ich gesagt habe. Ich hoffe, Hutut hält das durch. Vielleicht sieht es ganz gut aus. Emulator hängt zwar ab und zu ein bisschen im Ton, aber das hat bei Lucifer's Call ja auch eigentlich trotzdem immer funktioniert. Ah, das ist scheiße. Also, wollen wir mal nicht fluchen, das ist unschön. Ach, come on. Geben wir ihm noch eine Chance. Hutut will nicht mehr. Die Hälfte der KP, die abgezogen sind, bekommt Zuber. Da es ein KP abzieht, bekommt er trotzdem eins. Also ist nicht, dass er gar nichts bekommt, sondern er bekommt diese eine KP. So, was kannst du schon? Er kann schon Erstauner. Da würde ich mal sagen, lassen wir doch Batman mal in den Kampf. Batman Level 9 gegen Batman Level 9. Das macht nur ein Viertel Schaden. Da sich Golbat durch Sympathie entwickelt, sollten wir Zubat jetzt nicht unbedingt gleich sterben lassen im ersten Kampf. Das ist Erstauner gegen Erstauner. Wenn wir Glück haben, schreckt der Gegner zurück, wenn wir anfangen dürfen. Ah, ich habe auch überlegt, ob ich das mache, aber wollte ich nicht. Vielleicht hätten wir es tun sollen. Jawohl. Immer noch 2 zu 1 für die Verwirrung selbst verletzen. Aber diese eine KP könnte reichen, dass der noch einen Erstauner überlebt und wir noch eine Runde durch die Verwirrung würfeln müssen. Das ist ärgerlich. Vielleicht reicht es auch so. Mal sehen. Er ist nicht mal verwirrt. Sensationell. Man sieht, Batman ist relativ schwer zu trainieren. 51 ist bei ihm gerade mal so gefühlt ein Sechstel. Die zeigt mir, dass sich deine Entwicklung gelohnt hat. Das sollte ein One-Hit-KO sein. Ist ganz schön, so während der Uni-Pause mal, in der Mittagspause mal so eine schöne Folge aufzunehmen von Pokémon. Das lohnt sich doch immer. So, was willst du? Hallo, ich bin's Tom, alles okay? Neulich habe ich beobachtet, wie mein Kleinstein einige Bären fraß. Es schien das erste Mal zu genießen. Wenn man das Haar wegnehmen würde, schien es das erste Mal zu genießen. Also aß ich auch welche. Ich weiß nicht, ob die Leute sie essen sollten, aber sie schmecken gut. In Ordnung, bleib sauber. Bleib sauber? Ist Oliver ganz sauber, oder? Müsste mal mehr Tränke kaufen. Ich merke langsam, ich habe nur noch 5. Also für die...
Für das Gebiet hier wird es definitiv noch reichen, aber danach könnte es schon enge werden. Ich werde noch einen nehmen, damit Hutut voll geheilt gleich kämpfen kann. Ein Fleckmann mit abgetrennter Route. Huch, es trägt einen Brief bei sich. Willst du ihn lesen? Natürlich. Cloud liest den Brief. Bitte kümmere dich gut um Opa und das Fleckmann, während ich weg bin. Danke, dein Papa. Ob das ein Bezug auf Kurt und die Enkelin ist? Ein Fleckmann mit abgetrennter Route. Ich weiß nicht, wer der Vater ist, ob dazu was gesagt wird. Lance, was willst du von mir? Bei Team Rocket fürchtet man mich als ganz besonders grausamen Trainer. Ich werde nicht zulassen, dass du uns bei unserer Arbeit in die Quere kommst. Lance Armstrong. Nach der Doping-Karriere geht's bei Team Rocket weiter. Wie schwächer als der Rübel davor? Vielleicht sollte ich seinen Superschaden mal mit einer Hypnose kontern. Das trifft aber auch immer. Das hat Genauigkeit 60 und es trifft immer gegen uns, genau wie Hypnose. Ich könnte in den Tisch beißen. So, Hudud, jetzt aber ein bisschen Konzentration. Sehr schön. Yeah. Schließlich ist das die Hutu Edition. Heutige Folge Hutu Edition. So, Smogon, dann machst du gleich mal weiter. Wo Smogon, glaube ich, Spezialverteidigung schwach ist und normale Verteidigung schwach. Werden wir gleich sehen, wenn wir mal Aufruhr machen. Aber erstmal Schnabel und dann machen wir Aufruhr. Ja, Verteidigung ist bei Smogon sehr hoch. Gegen Aufruhr aussieht. Hypnose, wenn es eine Psychoattacke ist, eine Psychoattacke, wenn es Schaden machen würde, wäre es sehr effektiv. Gift, Schwäche, Psycho und Boden. Smogon schwebt, wie man sieht, also Fähigkeit Schwebe, hätte also in dem Fall gegen Boden Immunität. Also ich versuche mal so zwischendurch ein paar Typen, wenn mal ein neuer Typ kommt oder dich noch nicht erklärt habe, mal zu erklären, was so der die Schwächen von dem Typen sind. Gift, sehr effektiv, wirksam auf, ich glaube, einen neuen Typ Fee, den es noch nicht gibt. Also 6. Generation gibt es den erst. Ansonsten auf Pflanze. Ich glaube auch nur auf Pflanze. So, man merkt, Aufruhr immer weiter. Ich habe keine Möglichkeit, andere Attacke zu wählen. Aber ich glaube, nur auf Pflanze ist das wirksam. Gift. Ist halt gegen Käfer ein Vorteil, weil es normal auf Käfer normal effektiv ist, aber Käfer auf Gift nicht effektiv. Deswegen, in dem Sinne schon gut. Aber ist jetzt kein direkter Vorteil, ist eher so ein indirekter Vorteil. Hier hätte ich dich mal nicht für ein Kind gehalten und meine Nase gerümpft. Ja, Lance, das war nix. Lance, hehe. Ja, es stimmt. Team Rocket wurde vor 3 Jahren zerschlagen. Aber wir haben unsere Arbeit still und leise im Untergrund fortgesetzt. Du kannst uns vielleicht das Leben schwer machen, aber aufhalten wirst du uns niemals. Alles, was du tun kannst, ist in Schrecken auf das zu warten, was wir weiter im Schilde führen. Kurt, gute Arbeit, Cloud. Die Typen von Team Rocket haben Reis ausgenommen. Meiner Hüfte geht es auch wieder besser. Ist ein Zufall. Wir haben Team Rocket wieder. Auf einmal geht es der Hüfte besser. Lass uns gehen. Hallo Cloud, das war wirklich eine Glanzleistung. Ich habe es vorhin schon einmal gesagt, aber vor 3 Jahren hat ein Junge namens Rot Team Rocket zerschlagen. Rot ist der Hauptcharakter aus der ersten Generation. Anime ist es Ash, ansonsten ist es der dort die Pokémon-Liga geschafft. Also den man spielt, wenn man Rot-Blau oder Gelb spielt. Beziehungsweise Grün in der ersten Generation in Japan. Aber jetzt scheinen diese Widerlinge ein Comeback auf die Beine zu stellen. Das war jetzt nichts Gutes. Aber vergessen wir das fürs erste Mal. Du gefällst mir, Cloud. Es wäre mir eine Ehre für einen Trainer wie dich, Bälle anfertigen zu dürfen. Hier, mehr habe ich leider gerade nicht da. Ich hoffe, das hilft dir weiter. Yeah, Turboball. Kurt, ich sehe, hast du ein paar Aprikokos mitgebracht. Na schön. Dann mach mich mal ans Verarbeiten. Was geben wir ihm denn? Geben wir ihm mal eine schwarze Aprikoko. Davon haben wir noch genug. Geben wir ihm gleich alle? Schließlich können wir daraus eh nur Bälle anfertigen, sonst brauchen wir nicht. Ich brauche einen ganzen Tag, um diese Aprikokos zu verarbeiten. Komm also am besten morgen wieder. Ich habe eine Idee. Willst du vielleicht die Telefonnummer von meinem Großvater? Natürlich. Wir nehmen jede Telefonnummer. Schließlich hat auch jeder unsere Nummer. Wenn du meinen Großvater mal anrufst, erzählt er dir bestimmt was über die Aprikokos. Was mit dir? Kriege ich auch deine Nummer? Wollen wir vielleicht mal Kaffee trinken gehen? Wird Lyra zwar nicht gefallen, aber ist egal. Also, das Leckmann, das ich von meinem Vater bekommen habe, ist wieder da. Seine Route wächst schon wieder nach. Yeah. Leckmann? Ich wollte jetzt gleich mal Tränke kaufen gehen, aber ich werde den Alten gleich mal anrufen. Ich stehe zwar neben ihm, aber wir rufen
gucken jeden hier an. So, Kurt wurde erstmal in der Reihenfolge nach oben gesetzt. Unter die Pokémon-Professoren und unter unsere Mutter. Wenn die in unserer Telefonliste kontrolliert, wird sie sehr stolz sein, dass wir trotz Professor Lind, Lind ist ja nicht, wird nicht mal Professor davor geschrieben, bei euch wird es davor geschrieben und dahinter, dass wir trotzdem die Mutter ganz oben haben. Ah, Cloud, wieso rufst du mich denn an? Komm doch einfach vorbei und wir reden. Ich stehe neben dir, du Flasche. Und dann reden wir mal. Ich arbeite daran, in Ordnung. Störe mich jetzt bitte nicht. In Ordnung. Das wissen wir schon. Die Mocke ist jetzt wahrscheinlich verschwunden. Ja, wir könnten jetzt in die Arena gehen. Jetzt habe ich das Pensum, was ich ohne Nazgul schaffen wollte, habe ich jetzt geschafft. Ist eigentlich abgemacht, dass wir dann weiterspielen. Falls er keine Zeit findet, dann mache ich alleine weiter und dann geht's nächstes Mal in die Arena. Deswegen haben wir jetzt ich werde 10 Minuten nochmal trainieren gehen. Lass mal. Nazgul würde ich zwar nie Tränke kaufen. Ah, Nazgul ist nicht da. Mal das gleich mal nutzen. So, ist die Katze erst aus dem Haus, tanzt die Maus auf dem Tisch. So, ich habe gegen Zubat, glaube ich, letztes Mal ganz viele Pokebälle gebraucht. Noch mal ein paar mitnehmen. Aber wir sollten ja mal einen 10er-Pack kaufen. So, wir haben wir nicht. Kaufen wir trotzdem nur 2. Premierball AD. So. Gehen wir noch mal ein bisschen trainieren. Blackmon. Hier haben wir Team Rocket verscheucht aus der Region. Jetzt gucken wir eigentlich mal, welche Pokémon wir so unbedingt trainieren. So, ich war noch gar nicht im Pokémon Center. Das ist natürlich eine Umkehr wert. Muss ich den Mann, der da unten, der Holzkühler ist, muss ich auch gleich mal fragen, ob der mir vielleicht seine Holzkohle geben möchte oder ob wir das erst nach der Arena bekommen. Die angeblich Kräfte freisetzen, das habe ich mir letztes Mal schon gewundert, was der damit meint. Ich weiß nicht, ob das sowas ist wie Abgangsbund, also wenn man stirbt, nimmt man den Gegner mit sich. Ich weiß nicht, ob das damit gemeint sein könnte. Ein Service hier. Also ich nehme mal die Slots 1 bis 4. Also das Freezing soll auch immer häufiger vorkommen. Am Ende gegen Ende des Spiels, das finde ich natürlich überhaupt nicht in Ordnung. Fleckmon sind zurückgekehrt, aber jetzt sind meine kostbaren Porenta irgendwo hin verschwunden. Mein Lehrling lucht im Steinweichenwald nach ihnen, aber ist schon eine ganze Weile weg. Was treibt dieser Vorbild? Ah, stimmt, jetzt könnten wir im Steinweichenwald schon weitermachen gehen. Machen wir jetzt nicht, aber dort könnten wir theoretisch mit dem Porenta-Spielchen spielen. Dann kriegen wir die vor allem Zerschneider. Und dann, wenn wir das Porenta-Spiel jagen, kriegen wir von ihm. Ja, dann kriegen wir von ihm die Holzkohle oder von seinem Schüler oder Meister, wie auch immer so. Was hast du mir zu sagen? Batman weiß nicht, wohin es zuerst blicken soll. Batman sieht doch irgendwie ein bisschen doof aus. Wollen wir nicht nochmal eine Ründchen kämpfen? In den Bergen sehen wir Wanderer an unserem Element. Du bist gar nicht in den Bergen. Jetzt nochmal 5 bis 10 Minuten kämpfen und dann läuft das bestimmt beim nächsten Mal in der Arena wie geschmiert. Wenn er schon Flügelschlag könnte, wäre das sensationell. Dann könnte er in der nächsten Arena richtig absahnen. Mit der Stauner sind wir normal neutral effektiv. Er wird zwar kaum Schaden nehmen von den gegnerischen Pokémon. Aber mit Blutsauger macht er auch nicht Schaden. Ich weiß nicht, Käfer auf Käfer, ob das normal effektiv ist oder nicht effektiv. Das weiß ich gerade überhaupt nicht. Aber da die meisten Käfer den 2-Typ Gift oder Flug haben und da ist Käfer wieder nicht effektiv. Gut, ist natürlich die Frage zwischen ein halb Effektivität und ein Viertel. Bei Blutsauger eine Attacke von der Stärke 30. Das nur 15 oder 7,5 Stärke hat, das sind wahrscheinlich immer 1 oder 2 KP. Oh,
Oh, der überlebt doch bestimmt noch einen Ascher. So, Gift-Pokémon können nicht vergiftet werden. So, die Giftwolke, was Smogon machen wollte vorhin, hätte keine Wirkung auf Zubat. Erstaunen, eine Attacke vom Typ Geist. Geist, sehr effektiv auf Psycho, auf sich selbst, auf Geist. Das war es, glaube ich, auch schon wieder. Keine Wirkung auf Normal. Normal hat keine Wirkung auf Geist. Also Normal und Geist sind so vollkommen voneinander indifferent. Und ja, Kampf hat auch keine Wirkung auf Geist. Aber Geist und Drachen sind die einzigen beiden Typen, die sich zu sich selbst sehr effektiv sind. Also. Blutsauger, eine Attacke, auch Stärke 20 nur. Okay, direkter Treffer, Superschall. Zubat sieht man, Angriff verstärkt, Initiative gesenkt. Das ist eigentlich überhaupt nicht gut, weil X-Ball ist eigentlich ein sehr schnelles Pokémon. Aber der Angriff verstärkt, das finde ich wiederum gut. Ich glaube, Erstauner, Stärke 30, auch nicht so sonderlich stark. Geht dessen Gegner eventuell zurückschrecken. Superschall, Stärke, Treffer 55, trifft gegen uns immer. Ja, also eigentlich sind die, das sind drei wirklich Attacken, wo ich sage, davon ist keine totaler Blödsinn. Deswegen eigentlich ganz gut. Dazu physischer Angreifer, gut, dass bei ihm die physischen Werte steigen. Initiative ist sowieso schon hoch. Wenn die ein bisschen geringer ist, ich weiß nicht, was dieses Wesen bedeutet, ob der dadurch jetzt 50% weniger hat oder 10% weniger, wie auch immer. Erneut ein Retter an Level 7. Lassen wir Batman in der Folge noch ein zweistelliges Level erreichen und dann passt das auch. Die Kämpfe dauern ja eh eine Weile, zum Erstauner nur 15 AP hat. Ich noch keinen Äther oder Elixier besitze, um das wieder aufzuheben oder aufzupumpen. Tatsächlich 8-mal Erstauner für einen Retter. Eigentlich nicht zu glauben. Aber im Feld, im Einheitstunnel brauchen wir gar nicht mehr trainieren gehen. Da kommen wir auf den Onix und Kleinstein. Die sind zwar in Geisterattacken neutral, aber sind halt stark in der normalen Verteidigung. Und da sieht Batman halt keinen Stich. Wenn der Blutsauger dann nur ein Viertel Schaden macht und sowieso mit Stärke 20, dann kann man das eigentlich vergessen. Rettern schreckt zurück, das ist ganz gut, wenn das ab und zu mal passiert. Ich weiß nicht, wahrscheinlich halt dafür. Ich denke mal so ein Viertel, ein Fünftel oder ein Drittel wird es wahrscheinlich sein. Vielleicht sogar ein Halb, dafür schreckt es mir ein bisschen zu selten zurück. Giftstachel auch Stärke 20. Das Stab-Bonus Stärke 30, der Rettern-Typ Gift ist, aber nicht effektiv, deswegen nur Stärke 15. Damit hättest du vielleicht anfangen sollen. Jetzt ist es zu spät, mein liebes Rettern. Dauert ewig mit trainieren. So, jetzt werden wir erstmal in unserem schönen Beutel. Bevor ich das vergesse, unserem schönen Zubat mal Ruheort beibringen. Das hätten wir sowieso gemacht. Hier können wir ihn nämlich heilen. Also damit kann er sich selber heilen, ohne dass ich Tränke verwenden muss. Das dritte Retter Level 7 in Folge. Gibt es denn hier nichts an? Den Steinrichtwald kann ich noch nicht, weil davor ein Eventkampf stattfindet. In die Arena möchte ich noch nicht. Deswegen dauert das hier natürlich immer eine Weile. So, machen wir erstmal Ruheort. Vielleicht den Kampf hier Not gegen Elend. Ich habe vergessen, Erstauner aufzubessern. Na, das ist natürlich ganz doof. Jetzt kann ich ihn nicht mehr auswechseln, solange wie Wickel wirkt. Oh Mann. Na, Superschall trifft doch mal. Wenn Wickels Wirkung nachlässt, wechsle ich dann Batman aus, da er keinen Erstauner mehr kann. Nur noch einmal.
Super, schon noch eine Möglichkeit, wenn man unter Wasser nach in Höhlen nach Wasser gräbt. Kann man mit Superschall auch relativ easy Wasser finden. Mit Schallmethoden, ist aber bekannt. Ich denke mal jetzt nichts erwähnt, was erstaunen sollte. Natürlich gegen uns sind die Gegner immer nur eine Runde verwirrt. Ist die Frage, sollte ich ihn mit Superschall weiterarbeiten? Das trifft ganz selten und wenn er dann... Ach, gucken wir mal, wie viel Blut sogar habt ihr. Bestimmt einen Strich. Blutsauger hätten wir natürlich auch die Möglichkeit, uns damit zu heilen, wenn wir mal gegen ein Pokémon kämpfen, was dagegen schwach ist, wie Pflanze. Meistens sind aber die Pflanzen-Pokémon hier Mirablack, Mefenza und Pflanzegift. Da ist dann Blutsauger wieder nur normal effektiv. Und da Blutsauger eine relativ schwache Attacke ist und wir keinen Star-Bonus bekommen, ist das also eine ziemlich doofe Sache. So. Hat er schon wieder Wickel eingesetzt? Ich glaube es nicht. Kein Wickel, Silberblick und Giftstachel. Trifft natürlich wieder nicht. Das trifft gegen uns, trifft das fast immer. Also in Pokémon-Trainerkämpfen trifft es immer gegen uns. Am mühsam nähert sich das Eichhörnchen. Alter, ist das wahr? 1 von 4. Könnte man die Wahrscheinlichkeit dafür berechnen? 55, sagen wir grob 50%. Man hat eine Urne mit 4 Kugeln. Oder mit 2 Kugeln. Eine ist grün, eine ist rot. Wir ziehen die Kugel mit zurücklegen. Wie groß ist wohl die Wahrscheinlichkeit, dass wir bei 5 Mal nur einmal die rote Kugel ziehen? Genau einmal. Ich denke mal, sie ist verschwindend gering. Trifft das. Ist ja wirklich ein Kampf hier in Not gegen ihn. Wenn er sich jetzt aber noch einmal vor Verwirrung selbst verletzt, dann reicht es. Dann ist er nämlich tot. Jawohl. 5 Minuten gekämpft, aber es hat sich gelohnt. Noch einen Kampf, wo ich jetzt aber Zubat immer auswechseln werde, dann werden es wahrscheinlich noch 2 Kämpfe werden. Oh, ein Hopsfrost, das kennen wir auch noch nicht. Typ Pflanze, Flug. Durch den Flugtyp ist natürlich auch wieder Blutsauger nicht sehr effektiv. Können wir mal gucken, wie viel es abzieht. Also ich habe noch nie einen Hopsfrost trainiert, ich finde Hopsfrost auch wirklich schwach. Ja, lohnt sich nicht. Mal als Platscher kann. Nichts passiert, nichts geschieht. Aber Hutwut kann gegen Pflanzen-Pokémon sehr gut ankommen. Es kann sich schon heilen. Es kann nichts machen und es kann sich heilen. Also bisher ist es nicht die größte Gefahr, die wir jemals zu überstehen hatten. Heilt es sich erneut. Wenn es bei dem Stand geblieben wäre, hätte ich es ja gefangen. So. Da es regnet, heilt die Synthese nur ein Viertel, wie es aussieht. Aber das fange ich nicht. Weg damit. Gucken, wie viele Erfahrungspunkte Batman jetzt noch braucht. Drei. Da ist aber die Anzeige da unten sehr, sehr widersprüchlich. Aber 3 Erfahrungspunkte werden wir definitiv noch bekommen können, denke ich mal. Ein Habitat. Blutsauger wieder sehr wirkungslos und Erstauner hätte gar keine Wirkung. Also ich mag ja Habitat und Ibitak. Ich
Furienschlag, Bohrschnabel, was er noch alles lernt. Also, aber wir werden es höchstwahrscheinlich trotzdem nicht fangen. Außer es überlebt durch einen dummen Zufall jetzt ein Donnerschlag, was ich nicht glaube. Ich weiß nicht, ob die Wasser lässt der Donner immer treffen. Was kommt bis Elektro-Attacken auch verstärkt? Aber Wasser leitet den Strom eigentlich ganz gut. Das war's, liebes Habitat. Level 10. So, ich gehe jetzt heilen. Und dann beim nächsten Mal ist der Plan, denke ich mal, ziemlich eindeutig. Wir werden als erstes die Pokémon-Arena machen. Und dann im Steinreichenwald nach dem Porenta dieses komischen Köhler suchen. So, der Sound macht zwar ein paar Probleme, oder vielleicht merkt man es auch gar nicht. Ich merke es auf jeden Fall. Emulator, jetzt zwei Folgen in Folge ohne Probleme. Wollen wir doch mal hoffen, dass das anhält. Bei Loot Super Scroll ging es am Ende auch immer besser. Siehst du das? Zubat ist genauso begeistert wie ich davon. Gut, also vielen Dank fürs Zusehen und dann bis zur nächsten Folge.